Das ist das GodStrike E-Ride 910. Absolutes Spaßgerät. Erster Eindruck war wirklich phänomenal, lustig, auch wenn ich kein reiner E-Biker bin. Es hat richtig Potenzial. Das Bike wiegt 23,1 Kilo in der Rahmengröße M. Ich bin es in L gefahren, weil ich 1,85 bin. Und der Hauptrahmen und auch der Hinterbau ist aus Aluminium. Das GodStrike hat 140 mm Federweg. Ich bin es mit 29 Zoll Laufrädern gefahren. Die Geodaten von dem Bike: Lenkwinkel 65 Grad, Sitzwinkel 74,8 und ein Reach von 460. Dadurch ist das Bike ein tourenorientiertes Rad und macht wirklich auch bei langen Touren super viel Spaß. Du kannst fahren, bis der Akku leer ist, wieder aufladen, nochmal fahren, bis dein eigener Akku auch komplett leer ist. Die Besonderheiten des Bikes, klar, das ist ein E-Bike, das hat eine Vierkolbenbremse, ist ein absolutes Muss bei einem E-Bike, finde ich. Dann hast du den berühmt-berüchtigten Twinlock von Scott, auch in den E-Bikes verbaut, der absolut Sinn macht. Wenn du den gewohnt bist, mit einem Knopfdruck kannst du das Fahrwerk vorne und hinten beeinflussen, von komplett auf über ein bisschen straffer und komplett zumachen, was auch bei einem E-Bike Sinn macht. Denn wenn du lange Touren fährst, lange Anstiege auf Schotterwegen und sowas hast, willst du ja einfach auch vorwärts kommen, machst dein Fahrwerk zu, sparst ein bisschen Akku. Im Prinzip, früher hast du den Akku bei dir selber gespart, jetzt sparst du den Akku bei deinem Bike. Ebenfalls hat das Bike einen Flipchip. Flipchip bedeutet, du hast das Rad in 29 Zoll und hast die Möglichkeit auch, das auf 27,5 Zoll umzurüsten. Hast im Prinzip zwei Bikes in einem. Bergauf fuhr sich das Bike super, weil ich habe ja einen Motor dabei. Aber auch vom Handling her macht es Spaß. Du merkst, es ist sehr komfortabel zu sitzen, geht aber auch bergauf super gut, liegt gut da. Und ja, durch die Akkuunterstützung und das gute Handling fährt es super gut bergauf. Beim E-Bike muss ich mich immer anfangs einfach an das höhere Gewicht gewöhnen, sowohl bergauf wie auch bergab. Wenn du zum ersten Mal auf ein E-Bike drauf sitzt, fühlt sich das komisch an, weil es sich komplett anders verhält. Du hast anfangs das Gefühl, dass es träge ist. Da gewöhnt man sich aber super schnell dran, und wenn man das Bike zu handeln weiß, dann macht das Bike-Up auch super viel Spaß. Es ist schon ganz agil und ist wirklich ein gutes Trailbike. Es ist ein super Bike für die Einsteiger aufgrund der nicht zu extremen Geometrie. Du hast ein super angenehmes Fahrgefühl, und ich glaube, die meisten Leute, die sich drauf sitzen, fühlen sich sofort super wohl. Das ist mit einem super wichtiger Aspekt. Ich setze mich auf ein Bike drauf. Der erste Eindruck zählt, und der ist, glaube ich, für sehr, sehr viele Leute positiv. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, und die Infos zum GodStrike findet ihr unten in der Beschreibung. Tschüss!